wieder auf unserem Morning Walk. Wir sind schon einmal bis in die Richtung gelaufen. Jetzt laufen wir gleich wieder zurück. Wir filmen heute mit dem Handy, denn wir haben uns spontan auf unseren Weg überlegt, dass wir euch heute mitnehmen wollen. Und deshalb haben wir das Handy rausgeholt und haben angefangen zu filmen. Wir laufen jetzt wieder zurück. Wir sprechen alles, was in unseren Köpfen so herumschwirrt. Ich würde euch das auch empfehlen. Geht einfach morgens raus, ob es so kalt oder warm ist. Geht einfach in den Wald oder an der Straße lang. Besprecht alles, was in euren Köpfen rumgeht. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einmal zurück. Und wenn wir zurückgelaufen sind, Leute, dann müssen wir euch erstmal was erzählen. Das geht. Später sind wir endlich wieder am Wagen und schaut euch mal bitte an, wie du schwitzt. Ja, it's crazy. 5,4 Kilometer, knapp 5000 Schritte. Ich würde sagen, los geht's. Ja, wir laufen jetzt erstmal zum Auto und fahren nochmal zum Friseur. Aber davor? Davor zeigen wir euch etwas, was euch umhauen wird. Ja, es hat uns umgehauen, aber euch wird es nochmal mehr umhauen. Also. Dafür müssen wir einmal zum Auto laufen für die Neuigkeit. An der Stelle. Trommelwirbel. Das, Leute, ist unser neues Auto. Nein, es ist nicht unser neues Auto. Das ist immer noch unser Auto. Weiß, und heißt immer noch Corolla. Und jetzt, Leute, schaut euch das Desaster an. Oh no. Oh no. Dazu. Und zwar war es so, dass wir gestern am Strand ganz gemütlich unsere Bowl essen wollten und unseren Sonnenuntergang ganz gemütlich anschauen wollten, dann aber vergessen haben, dass Wochenende ist. Man muss dazu sagen, in Dubai ist das Wochenende immer super chaotisch, weil super viele Leute auf den Straßen sind und viele einfach nicht mit dem Verkehr hier umgehen können. Dementsprechend sind wir dann zum Strand gefahren. Dort war sehr viel los. Wir sind in einer Straße reingefahren, wo wir gedacht haben, wir könnten da parken, aber es war halt nur zum Umdrehen. Und wir standen da, dann wollten gerade umdrehen in dem Moment. Hier haben halt auch Autos geparkt, meinte jemand zurückzusetzen. Und Valerie meinte nach dem Moment so, nein, setz nicht zurück. Hupte noch, er setzt zurück. Wir konnten halt noch so ein kleines Stück vorfahren, weil wir haben gesehen, dass er zurücksetzt und uns nicht sehen oder sehen wird. Da haben wir noch so ein Stück vorgesetzt und dadurch ist halt eben nur das entstanden. Weil hätte er zurückgesetzt und wir hätten es nicht gesehen, hätten wir in dem Moment gar nicht weiterfahren können, weil er hätte uns einfach den Radkasten hier eingedrückt und dann, ja, wären wir da gestanden. So Leute, ein kleiner Szenenwechsel, denn wir haben noch genau 20 Minuten, dann schließt der Barber und ich muss heute da auf jeden Fall hin. Dementsprechend müssen wir uns ein klein wenig beeilen. Mein Kommentar zu dem Ganzen ist im Grunde nicht wirklich schlimm, dadurch, dass ich mich noch fortbewegt habe sozusagen von der Bewegung, ist entsprechend einfach noch hinten ein bisschen was beschädigt. Ich habe schon mit der Mietstation gesprochen. Geschätzte Reparatur 800 Euro fürs Lackieren. Nun kommen wir zum kleinen Problem. Also grundsätzlich, wenn ihr in Dubai fahrt, braucht ihr einen internationalen Führerschein. Den internationalen Führerschein habe ich. Aber hier funktioniert es so, dass wenn ihr einen Unfall baut bzw. in einen Unfall verwickelt seid, dass ihr das Ganze per App bzw. per Online-Antrag abwickelt. Bedeutet, es kommt keine Polizei. Die Polizei nimmt nichts von euch auf. Im Grunde, wenn man ganz ehrlich ist, interessiert es nicht mal jemanden richtig. Wenn ihr bei der Polizei anruft, haben wir gemacht, sagen die, ja cool, kann man das Auto noch fahren? Und sagt ihr, ja, das Auto kann man noch fortbewegen, und sagen, ja gut, dann fahren Sie. Nehmen Sie das auf, machen Sie Fotos und dann fahren Sie einfach weiter. Problem daran ist nur, man kann einen internationalen
Führerschein dort nicht eintragen. Bedeutet, man kann dort nur Einheimische eintragen und man weiß im Grunde nicht, ob die Versicherung das durchwinkt oder nicht. Bedeutet, man gibt so ein bisschen falsche Informationen preis. Und in unserem Fall ist es so, dass wir im Prinzip ja gar keine Schuld hatten. Man ist uns reingefahren und ich bin gespannt, ob wir dafür trotzdem gecharged werden. Ja, ich auch. Das Problem war, also wir haben das ja gesehen, dass er zurücksetzt. Wir konnten nur nicht weiter vorfahren, weil vor uns noch ein Auto war. Direkt vor mir war ein Fahrzeug, also 10 Meter. Als ich das wahrgenommen habe, dass das andere Auto zurücksetzt und uns nicht sieht, meinte ich zu Jackie schon, oh nein. Ich meinte einfach, oh nein. In dem Moment habe ich angefangen zu hupen, habe trotzdem den Vorwärtsgang reingelegt und bin trotzdem ein bisschen vorgerollt, weil ich einfach schon gesehen habe, okay, fuck. In dem Moment, als ich gerollt bin, habe ich mir gedacht, ah, perfekt, ich schaffe es noch. Weil, wisst ihr, ihr erwartet so ein, aber es kommt nicht. Und ich dachte mir so, okay, perfekt. Und in dem Moment, ich denke so, fuck. Und dann sind wir ausgestiegen, haben uns das Ganze angeschaut. Ist jetzt nichts Großes, aber trotz dessen, wenn ihr ein Auto mietet in einem fremden Land und dann kommt nicht mal die Polizei zum Unfall, dann habt ihr schlechte Karten, sagen wir es mal so. Und dementsprechend lassen wir euch auf jeden Fall wissen, ob wir dafür zahlen dürfen oder nicht. 800 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber ist auch nicht gerade wenig Geld. Dementsprechend bin ich gespannt, denn wenn du einen richtig großen Unfall gehabt hättest oder wenn es hier nicht der Corolla, sondern die S-Klasse gewesen wäre, dann würde ich mich nicht mehr so safe fühlen. Ja, die waren ja alle sehr entspannt. Ja, der Typ, der das gemacht hat, war so, ja, sorry. Er ruft die Polizei an, die Polizei so, ja, tragt das online alles ein, ihr bekommt eine Mail. Ist auch so geschehen, 2 Stunden später hatten wir die Mail schon, das ist so ein Unfallbericht, keine Polizei ist erschienen. Die meinten auch sowas wie, wir fahren nicht raus, also selbst wenn ihr drum bittet, sagen die, nö, lohnt sich für uns nicht. Wenn jemand verletzt ist, dann würden die auch entsprechend rausfahren. Ja, ich rufe die Mietstation an, die sagt mir auch, ja, brauchen Sie ein Ersatzfahrzeug? Nee, das Auto fährt noch. Ja, dann ist egal, dann fahren Sie einfach. Bringen Sie einfach nur den Unfallreport mit. Ja, dementsprechend bin ich gespannt, wie das Ganze abläuft. Jetzt sind wir angekommen. Naja, Leute, das Fazit ist auf jeden Fall, entweder wir haben super viel Pech gehabt oder jemand hat Auge gemacht, um sich das Ganze nochmal genauer anzuschauen. So schaut das jetzt aus. Wir haben das einfach nicht angefasst nach dem Unfall. Soll einfach so bleiben. Ich bin gespannt, ob wir dafür zahlen oder ob wir dafür nicht zahlen. Wie gesagt, war nicht unsere Schuld. Und dabei haben wir die vergangenen 2 Wochen uns ein bisschen so drum gekümmert, dass das Karma gut mitspielt, denn ein paar Projekte von uns laufen nicht so, wie sie laufen sollten. Und aktuell funktioniert nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Deshalb habe ich mich beispielsweise dafür entschieden, Instagram zu deinstallieren, damit ich meinen gesamten Fokus auf Projekte setzen kann. Habe ich vor 2 Wochen gemacht und trotzdem der Spaß. Also entweder wir sind unglücklich, oder jemand hat Auge gemacht. Einmal kurz zusammenfassen, vielleicht was man in so einer Situation machen sollte. Step 1, auf jeden Fall Bilder machen, bevor ihr irgendwas bewegt. Ja, macht sofort Bilder. Step 2 ist auf jeden Fall gleich ein Foto vom Führerschein des Fahrers, also der Gegenpartei, machen. Einfach aufgrund dessen, ihr wisst nie, ob ihr irgendwie einen Verrückten oder so da habt, der am Ende doch euch die Schuld zuschiebt. Und Step 3 ist so ein bisschen hoffen. Hoffen, dass das alles gut geht. Online-Formular ausfüllen und am Ende des Tages wissen wir ja auch nicht. Wir können euch keine Empfehlung geben, wenn wir selbst am Ende des Tages dafür zahlen müssen. Ne? Ja. Deshalb, Polizei, ja. Die Nummer hier für die Polizei dreimal die 9. Dreimal die 9. Die werden euch aber nichts anderes sagen. Also füllt das Formular bitte online aus, macht das selbst. Wir kommen nicht rum. Außer es wurde jemand verletzt. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir auch dieses Thema mit dem Unfallschaden. Das ist der eigentliche Grund, weshalb wir heute überhaupt die Kamera ausgepackt haben, damit ihr auch seht, auch uns passiert Scheiße, auch wir erleben sowas, auch uns kostet sowas extremst viel Zeit, denn es wird noch kompliziert, das Auto dann zurückzugeben und so weiter und so fort. Aber jetzt würde ich sagen, starten. Wir sind back im Hotel, Leute. Wir haben uns Pizza bestellt heute, und zwar eine normale Pizza und die leckerste Nutella-Pizza, die es gibt. In Dubai, ja. Ja, wartet. Tada, mit echten Nutella, das ist nämlich hier immer so eine Sache. Ja, das Restaurant heißt Pinsa, also nicht Pizza, sondern Pinsa. Sieht man zum Beispiel auf dem Karton. Wir essen jetzt zu Abend. Genau, wir essen jetzt zu Abend und gehen dann noch bald schlafen. Deshalb sagen wir gute Nacht. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend oder einen guten Morgen. Falls ihr auch essen sollt, wünschen wir euch einen guten Appetit und wir sehen uns die Tage wieder. Ciao!